Die Sorge um extrem strenge Kryptoregulierung nimmt auch zum aktuellen Zeitpunkt nur noch weiter zu. Jetzt warnt sogar die EU-Aufsichtsbehörde vor einem Totalverlust in Kryptoinvestitionen und man sieht, dass institutionelle Zuflüsse aus den Vereinigten Staaten nicht nur weniger werden, wir sehen sogar teilweise extrem hohe Abflüsse. Im heutigen Video gehen wir der Sache etwas näher auf den Grund, schauen uns an, ob wir uns wirklich Sorgen machen sollten oder wie der aktuelle Stand der Dinge momentan ist. Viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir über Kryptoregulierung, nicht nur aus dem europäischen, sondern vor allem auch über den US-amerikanischen Raum. Es ist ja hier der Taktgeber, nicht nur im gesamten Markt, sondern selbstverständlich auch, was Regulation angeht. Die USA ist nun mal eben der Punkt, wo sich sehr viele, vor allem auch europäische Länder, daran orientieren. Und im heutigen Video schauen wir uns an, was da gerade abgeht, vor allem auch teilweise im besonderen Bezug auf die SEC, denn die ist nun mal in den letzten Wochen, Monaten und sogar schon Jahren im Crypto-Space natürlich sehr oft sehr negativ aufgestoßen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video, nutze gerne die Zeitstempel, um dich zurechtzufinden und ansonsten würde ich sagen, reden wir gar nicht länger um den heißen Brei, meine Freunde, sondern springen direkt auf die erste Folie. Den Kryptomarkt schauen wir uns heute nicht ins kleinste Detail an, bereits gestern haben wir uns On-Chain-Analysen angeschaut und natürlich auch den Chart an sich. Ihr seht es hier im Hintergrund, es hat sich nicht viel getan. Ethereum mit einer Kursbewegung von minus 0,01%. Und Bitcoin mit minus 0,88%. Hier sind keine großen Bewegungen und auch on-chain-technisch hat sich nicht extrem viel getan. Wo sich allerdings momentan sehr viel tut, wo momentan sehr viel Dynamik drin ist, ist eben bei der Angst rund um Kryptoregulierung. So äußerte sich auch Edward Snowden, einer der wohl bekanntesten Computersicherheitsberater der gesamten Welt, der vor einigen Jahren damit bekannt geworden ist, dass er hier geheime Überwachungsdokumente der US-Regierung veröffentlicht hat. Nun teilte er in der letzten Woche auf der Camp Ethereum 2022 seine Gedanken über die Entwicklung der Kryptowährung und vor allem staatliche Regulierung. In einigen Gesprächen äußerte er hierbei, dass die Menschen einen persönlichen Freiraum haben sollten und das ohne staatliche Überwachung bzw. hier den Eingriff von außen. Er sagte wortwörtlich, denken Sie daran, dass es für die Behörden ein leichtes ist, Transaktionen nachzuvollziehen, ganz gleich welche Form das Geld annimmt. Wohlgemerkt, sie kontrollieren das System mit Argusaugen. Die Leute sollen an jeden schicken können, was sie wollen und das sollte nicht etwas sein, in das wir uns einmischen können. Das sollte nicht etwas sein, bei dem die kanadische Regierung oder wer auch immer sagen kann, wir werden das abschneiden. Denn wenn wir das tun, werden alle damit anfangen und das ist keine Vermutung, sie steht bereits. Der Gedanke, dass ausgerechnet Kanada dies tun würde und ich denke, die meisten Menschen halten Kanada für eine ziemlich aufgeklärte Regierung, ist ein Beispiel für die Besorgnis. Ob man nun für oder gegen diesen speziellen Protest und diese Protestbewegung ist, ist zweitrangig gegenüber dem Problem, dass wir auf Knopfdruck nicht mehr in der Lage sind, etwas aus unserem Portemonnaie zu nehmen. Er geht hierbei auf die großen Streiks in Kanada ein. Hier gab es auch viele Zahlungen, viele Unterstützungszahlungen in Form von Kryptovermögenswerten, weil eben die Fiat-Zugänge recht schnell gesperrt wurden. Auch die Kryptowege wurden teilweise eingefroren, beziehungsweise die Wallets vor allem an den Börsen. Edward Snowden spricht hierbei natürlich die Thematik an, die wir uns eben auch schon angeschaut haben. So ist die USA, möglicherweise halt eben auch Kanada, hier ein großer Vorreiter. Wenn sie einen Weg gehen, dann werden andere Staaten recht schnell folgen. Edward Snowden ist halt eben sehr besorgt über diese Entwicklung und äußert diese meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt. Natürlich gibt es hier auch Wege, ohne einen Mittelsmann zu agieren, denn wir sind natürlich bei der Blockchain-Technologie bereits so weit, dass es keine Zwischenpartei braucht, die eben gesperrt werden kann. An dieser Stelle auch nochmal ganz kurz, Freunde, ich werde immer wieder gefragt, warum können denn hier Börsen gesperrt werden? Ich dachte, Krypto steht für Freiheit. Ja, an sich steht es auch für Freiheit. An sich hast du auch eben einen freien Zugang, aber wenn du natürlich auf eine Börse zugreifst, ist es ganz klar, dass eine regulierte Börse hier deine Wallet einfrieren kann. Das Ganze kannst du natürlich umgehen, unter anderem mit Hilfe von Hardware-Wallets. Da gibt es einige Kniffe, die man gehen kann, damit dein Konto eben nicht eingefroren werden kann. Trotzdem sieht man halt, dass die Regierungen sehr, sehr ängstlich werden, was diese ganze Thematik angeht, beziehungsweise dass sie hier natürlich auch eine wachsende Bedrohung sehen. So sagt beispielsweise Edward Snowden noch, ich denke, die Regierungen sehen zu Recht eine wachsende Bedrohung für traditionelle Instrumente, an die sie sich gewöhnt haben, in Bezug auf die Fähigkeit, das Privatleben und im weiteren Sinne den privaten Handel zu regulieren. Hierbei spricht er natürlich vor allem über das herkömmliche Fiat-System, denn wenn du natürlich normale Transaktionen tätigst, normale Investments tätigst, außerhalb von Krypto, dann kannst du diese nicht auf einen privaten Ledger oder sowas ziehen. Das ist alles öffentlich, das ist alles reguliert und vor allem ist das Ganze einsehbar und kann halt eben auch gesperrt werden. Tatsächlich sieht man zum Glück auch auf US-Kongressebene, dass viele
viele Leute sich mit dieser Thematik in dem Sinne auseinandersetzen, dass die zunehmende Regulierung möglicherweise den gesamten Kryptosektor zu sehr unter Druck setzt. So kritisierte beispielsweise der US-Kongress die SEC vor allem über die Art, wie sie hier ihre Kryptoregulierung vorantreibt. 8 Mitglieder des US-Kongresses haben hierzu kürzlich ihre Besorgnis geäußert, dass die SEC über das Ziel hinausschießt und die Branche zu sehr einschränkt. Der republikanische Kongressabgeordnete Tom Emmer hat hierzu einen Brief an den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler verfasst. Er beklagt hierbei, dass die, ich zitiere, übermäßig belastende Untersuchungen der Kryptoindustrie eine falsche Botschaft aussenden und Innovation ersticken könnte. Ebenfalls vermutet er, gemeinsam mit einigen anderen Kongressabgeordneten, dass die SEC durch ihre jüngsten Maßnahmen Kryptounternehmen behindern würden. Ich habe bereits in den vergangenen Wochen immer wieder darüber gesprochen, wie die SEC hier teilweise extrem punktuell gegen einzelne Kryptounternehmen schießt und hier natürlich nicht nur eine Menge Geld für sich einsteckt, sondern auch die Regulierung bzw. eben die Arbeit mit Kryptovermögenswerten extrem erschwert. Super Beispiel ist hierbei natürlich BlockFi, wo man eben 100 Millionen US-Dollar Schadensersatz bzw. hier in einem Vergleich gefordert wurden. Man schrieb zu der ganzen Thematik auf Twitter übrigens noch: Mein Büro hat zahlreiche Hinweise von Krypto- und Blockchain-Firmen erhalten, dass die Berichtspflichtanforderungen von SEC-Chef Gary Gensler an die Kryptounternehmen übermäßig belastend sind und sich nicht besonders freiwillig anfühlen und die Innovation ersticken. Es geht hierbei vor allem darum, dass die SEC einfach so viele Dokumente anfordert bzw. so viele Sachen hinterfragt, dass es einfach nur noch ein Riesenaufwand ist für die Kryptounternehmen, da überhaupt gegen anzukommen. Sie schmeißen so viele Papiere in den Raum, dass die Unternehmen quasi in dieser Papierwucht, die hier angefordert wird, untergehen. In weiteren Vorwürfen gegenüber der SEC sagte Emma beispielsweise noch, dass die SEC die Division of Enforcement und die Division of Examination nutze, um Krypto- und Blockchain-Unternehmen durch übermäßige Bürokratie unter Druck zu setzen. Hierzu schrieb er, in letzter Zeit scheint sich ein Trend zu ergeben, die Ermittlungsfunktion der Enforcement Division zu nutzen, um Informationen von unregulierten Teilnehmern der Kryptowährungs- und Blockchain-Branche in einer gewissen Weise zu sammeln, die nicht mit den Standards der Kommission für die Einleitung von Ermittlungen vereinbar ist. Auch andere Personen haben sich dieser Thematik angeschlossen. Es geht hierbei natürlich darum, dass wir hier einen unregulierten Markt haben. Die Unternehmen kommen eben auf den Markt, platzieren sich hier, arbeiten mit dem Markt, versuchen sich vielleicht auch an regulatorische Dinge zu halten, zumindest die regulatorischen Rahmenbedingungen, die sie nun schon haben. Sie können sich natürlich nicht an Rahmenbedingungen halten, die eben nicht bestehen, und dann kommt die SEC um die Ecke, sagt, das geht nicht, diese Papiere wollen wir haben, das wollen wir haben, das wollen wir haben. Da kommen die Unternehmen teilweise gar nicht hinterher und so erstickt man halt eben die Innovation von Kryptounternehmen. So ist es natürlich auch ein perfektes Fressen, gerade für Klagen. Wir wissen vor allem aus dem US-amerikanischen Raum, dass hier die Klagen teilweise extrem willkürlich, ja, für uns erstmal erscheinen, am Ende des Tages allerdings dann doch durchgehen. Und solche Dinge, die hier immer wieder von der SEC in den Raum geschmissen werden, sind natürlich auch das perfekte Fressen für Leute, die sich eben auf solche Dinge spezialisieren. So wurde beispielsweise auch Coinbase erst kürzlich wieder auf 5 Millionen US-Dollar Schadensersatz verklagt. 3 Coinbase-Nutzer haben nämlich behauptet, dass Coinbase 79 Token gelistet hat, darunter beispielsweise Polkadot oder auch XRP, die als Wertpapiere eingestuft werden können. Das ist schon wieder so geil, das sind Coinbase-Nutzer, die sich selber dort registrieren, mit der Börse partizipieren und am Ende des Tages dann die Börse verklagen für Dinge, die eigentlich offensichtlich sind. Und dabei rede ich nicht darüber, dass Polkadot offensichtlich ein Wertpapier ist, sondern dabei rede ich darüber, dass eben diese Kryptowährungen noch nicht wirklich reguliert sind. Zum Glück scheinen sie mit dieser Klage nicht wirklich durchzukommen, denn gerade im letzten Jahr gab es unzählige Klagen in dieser Form, die zum Glück abgewiesen wurden. Grund für das Abweisen dieser Klage ist natürlich, dass wir noch keinen regulatorischen Grundrahmen haben. Deshalb wird halt eben auch der Präzedenzfall Ripple so extrem wichtig sein, denn dieser wird hier womöglich ganz klar Aufschluss darüber geben, ob es sich eben bei Kryptovermögenswerten Wertpapiere handeln kann, beziehungsweise in diesem Fall speziell sogar darum handelt. Unter anderem werden natürlich auch solche Dinge wie eben die Russland-Sanktionen dazu genutzt, die Kryptoregulierung weiter voranzutreiben. So hat beispielsweise am 17. März die kryptoskeptische Senatorin Elizabeth Warren einen Vorschlag für ihren Digital Asset Sanction Compliance Enchantment Act 2022 gemeinsam mit anderen Demokraten eingereicht. Das Gesetz würde dann dem US-Finanzministerium gestatten, Transaktionen heimischer Bitcoin-Börsen mit Wallet-Adressen zu unterbinden, die nachweislich aus Russland sind. Und darüber hinaus wäre der Präsident dann auch befugt, Maßnahmen gegen ausländische Kryptounternehmen einzuleiten, die eben dabei helfen, Sanktionen zu umgehen. Derartige Unternehmen müssten dann damit rechnen, dass ihre Mittel und Gelder eingefroren werden und auch Geschäfte mit US-Amerikanern wären dann für
für sie untersagt. Es wird also dadurch ein großer Druck nicht nur auf die Unternehmen ausgewirkt, sondern selbstverständlich auch auf die Investoren. Des Weiteren sollen dann auch US-amerikanische Steuerzahler in Zukunft alle Transaktionen mit Offshore-Firmen, die ein Volumen von 10.000 US-Dollar oder mehr betragen, bei der FinCEN hier melden. Es handelt sich hierbei um eine US-Behörde, die sich eben vor allem auf Finanzkriminalität spezialisiert hat. Bei der Anhörung hat Warren dann noch einmal ihre Einschätzung betont, wonach, ich zitiere, Kryptowährung eine neue Zahlungsmöglichkeit für Kriminelle und Betrüger darstellen. Also die alte Leier wird wieder rausgeholt. Es ist einfach so ermüdend, immer wieder so etwas zu lesen. Folglich ist allerdings denkbar, dass das Gesetz halt eben jetzt auf Russland-Sanktionen aufgebaut wird, aber dann natürlich weiterhin bestehen bleibt, womit natürlich hier der Präsident eine sehr starke Verfügung besitzt. Aufgrund dieser regulatorischen Bedenken warnt beispielsweise auch Crypto Think Tank Coin Center davor, das Gesetz würde das Krypto-Ökosystem unter den Deckmantel der Verschärfung von Kryptosanktionen gegen Russland wegen eines ungerechtfertigten Einmarschs in der Ukraine umfassend einschränken. Den Gesetzesvorschlag beurteilt CoinCenter im Ganzen als, ich zitiere, unnötig und zu weit gefasst und der würde die Prinzipien der US-Verfassung widersprechen. Schreibt mir an dieser Stelle super gerne mal eure persönliche Meinung zu dieser Thematik in die Kommentare. Wir haben ja bereits schon vor mehreren Wochen darüber gesprochen oder vor vielen Tagen, als hier Russland in die Ukraine einmarschiert ist, dass das natürlich sehr gut als Vorwand genommen werden kann, um hier strenge Regulierung zu fassen. Genau das sehen wir gerade, genau das kommt auf uns zu und das ist natürlich ganz schön besorgniserregend, aber natürlich hier die beste Möglichkeit, um begründet diese strengen Regulierungen zu fordern. Das sorgt dann am Ende des Tages unter anderem auch dafür, dass Institutionelle teilweise ihr Kapital hier aus dem Kryptomarkt herausziehen. So haben wir beispielsweise in der letzten Woche bei CoinShares Kryptoabflüsse im Volumen von über 110 Millionen US-Dollar gesehen. Das Ganze entstand nach einer 7-wöchigen Welle an institutionellen Zuflüssen. Den größten Anteil übernimmt natürlich Bitcoin hierbei bei diesen Abflüssen mit einem Volumen von knapp 70 Millionen US-Dollar. Die restlichen 40 Millionen teilen sich dann eben auf andere Vermögenswerte, unter anderem Ethereum auf. Bemerkenswert ist, dass eben 70% dieser Kapitalabflüsse vor allem aus Nordamerika kommen, unter anderem natürlich aufgrund der Angst der strengen Regulierung. Zudem räumen die beiden Anordnungen, ich zitiere, den Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen im Hinblick auf die potenziellen Design- und Einsatzoptionen einer digitalen Zentralbankenwährung der Vereinigten Staaten höchste Dringlichkeit ein. Darüber hinaus werden die Behörden angewiesen, die Maßnahmen zu prüfen, die erforderlich sind, um eine digitale Zentralbankenwährung der Vereinigten Staaten in Betrieb zu nehmen, wenn dies als im nationalen Interesse liegend erachtet wird. Wir sehen also, dass die US-Regierung sich möglicherweise darauf vorbereitet, recht schnell eine digitale Zentralbankenwährung hier auf den Markt zu bringen. Das ist natürlich auch nicht ohne Grund so, denn vor allem in den letzten Wochen hat man verstärkt gesehen, wie der US-Dollar hier stärker unter Druck gerät. So möchte ja beispielsweise Saudi-Arabien in Zukunft ihre Öltransaktion mit den Chinesen nicht mehr im US-Dollar zahlen, sondern möglicherweise in der Zentralbankenwährung der chinesischen Regierung. Und auch die Handelsbeziehungen zwischen den Chinesen und Russland wird in Zukunft nicht mehr mit Hilfe des Dollars abgewickelt. Sie haben sich hierbei auf die Verwendung des Euros geeinigt. Wir sehen, dass die Monopolstellung des Dollars immer stärker zu schwinden scheint, natürlich unter anderem aufgrund der extrem strengen Sanktionen. Während also strengere Regulierung für Kryptovermögenswerte gefordert und auch gleichzeitig erbracht werden, sehen wir auf der anderen Seite, dass eben digitale Zentralbankenwährung stärker in den Fokus rücken. Während dem Präsident Joe Biden hier mehr Verfügung über Kryptovermögenswerte ermöglicht werden, sieht man auf der anderen Seite, dass Blockchain- und Börsenplattformen hier stärker in die Richtung gedrängt werden, dass sie erhöhte Risiken für Straftaten wie beispielsweise Geldwäsche, Phishing und Diebstahl mit unterschiedlichen finanziellen Risiken für unwissende Marktteilnehmer mit sich bringen. Diese extreme Unsicherheit auf den gesamten Finanzmärkten lässt sich natürlich auch im Kryptomarkt in den vergangenen Tagen und Wochen immer stärker merken. Jetzt kommen halt noch mehr die Bedenken bezüglich der Regulierung hinzu, was meiner Meinung nach vor allem auch in den nächsten Monaten weiterhin für eine starke Volatilität sorgen wird. Wenn die Leute denken, dass wir strengere Regulierung sehen werden, dann werden die Vermögenswerte stärkere Abflüsse sehen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch in die andere Richtung gehen. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier am Ende des Tages gar nicht so negative Regulierungen sehen werden. Das steht momentan noch in den Sternen. Was wir allerdings wissen, ist, dass der Markt momentan extrem aufmerksam ist und halt auch extrem volatil sehr, sehr schnell auf solche Aussagen reagiert. Wir haben also in der letzten Woche tatsächlich Abflüsse von institutionellen Investoren gesehen, zumindest von den offiziellen institutionellen Investoren. Im gestrigen Video sind wir auf On-Chain-Daten eingegangen, die gezeigt haben, dass On-Chain-technisch große Wale dementsprechend unter anderem möglicherweise auch Institutionen sich weiter eindecken. Das sind Fakten und sie haben ein deutlich höheres Volumen, beispielsweise die institutionellen Abflüsse.
böse. Wir haben uns gestern im Video noch die On-Chain-Daten angesehen zu den Transaktionen, die ein Volumen von 40 bis 400 Millionen US-Dollar betragen, beziehungsweise die Wallets, die eben so viel Bitcoin halten und wie diese stärker zugenommen haben. Wenn man das natürlich vergleicht mit institutionellen Abflüssen mit einem Volumen von 110 Millionen US-Dollar über Coinshares, dann sieht das schon wieder verdächtig gering aus. Und auch ein Bericht auf CryptoQuant hat hier noch einmal gezeigt, dass die institutionellen Investoren sich teilweise schon recht breit platziert haben. So schreibt ein Analyst von CryptoQuant, die anhand des Rail Ratio SOVB gemessene Börseneintrittaktivität zeigt im Moment Unterschiede im Verhalten zwischen großen und kleinen Teilnehmern. Ende letzten Jahres reduzierten beide Profile ihr Arrangement, die Hebelwirkung und die Risikobereitschaft. Ein großer Teil dieser Bewegung wurde durch den Mediendruck der Fed zur Zinserhöhung und den Zyklus der geopolitischen Straffung gelenkt. Allerdings ist klar, dass Institute nicht ängstlich waren, da sie verstanden haben, dass die gesamte QT-Periode wahrscheinlich bereits eingepreist hat und daher im Jahr mit dem Aufbau ihrer Position fortfuhren und ihr Kapital in Erwartung einer Bewegung an den Markt zurückgaben. Beziehungsweise, ganz einfach ausgedrückt, Anfang des Jahres hat man hier eben verstärktere Investitionen gesehen, eben keine offiziellen institutionellen, allerdings haben halt die Wale weiter akkumuliert. Während sich diese Wale also weiter eingedeckt haben, sah man auf der anderen Seite, dass die kleinen Fische nicht wirklich etwas getan haben. So schrieb der Analyst, auf der anderen Seite bleibt der Einzelhandel mit weniger Kapital und Informationsanalyse mit geringer Aktivität und wenn wir die Talsohle bereits gefunden haben oder nahe dran sind, was sehr wahrscheinlich ist, werden diese Teilnehmer diejenigen sein, die danach in den Zug steigen, wenn er den Bahnhof verlassen hat, beziehungsweise wenn die Kurse dann wieder sehr stark steigen. Hiermit möchte ich nur noch einmal darauf aufmerksam machen, dass wir zwar von beispielsweise Coinshares die Information bekommen, dass institutionelle Gelder tatsächlich aus dem Markt genommen wurden, ein deutlich höheres Volumen on-chain-technisch allerdings tatsächlich hier in den Markt geflossen ist und von den Börsen abgezogen wurde. Kommen wir an dieser Stelle allerdings nochmal eben zu zwei, drei Folien der EU-Aufsichtsbehörde, denn auch diese hat eine große Warnung erst in der letzten Woche ausgesprochen. Sie gaben hier nämlich eine gemeinsame Erklärung heraus, in der sie sagten, ich zitiere, wir warnen die Verbraucher, dass viele Crypto-Assets höchst riskant und spekulativ sind. Die Erklärung umreißt auch, ich zitiere, wichtige Schritte, die Verbraucher unternehmen können, um sicherzustellen, dass sie fundierte Entscheidungen treffen. Die Aufsichtsbehörde erklärt zudem, dass die Warnung auf, ich zitiere, die wachsende Verbraucheraktivität und das Interesse an Crypto-Assets und die aggressive Werbung für diese Assets und verwandte Produkte in der Öffentlichkeit auch über Social Media folgte. Ebenfalls erklärt die Aufsichtsbehörde, diese Vermögenswerte eignen sich für die meisten Privatinvestoren nicht als Anlage oder als Zahlungs- oder Tauschmittel. Sie stellten fest, dass die Verbraucher der realen Möglichkeit ausgesetzt sind, ihr gesamtes investiertes Kapital zu verlieren, wenn sie diese Vermögenswerte kaufen. Ich denke, darüber ist sich jeder im Klaren, der eben in den Crypto-Space investiert, denn natürlich sind auch solche Investitionen 18+. Jeder sollte die Verantwortung für solche Dinge übernehmen. Und dass hier gesagt wird, dass man sein gesamtes Kapital verlieren kann, finde ich ein bisschen schwierig. Solche Aufsichtsbehörden sollten sich eventuell mal tatsächlich solche Dinge angucken, wie die Glücksspielindustrie und sich vielleicht darauf konzentrieren, weil hier wirklich eben nicht fundierte Entscheidungen getroffen werden. Ach nee, warte mal, da wird ja auch nochmal viel Geld dank der Steuern eingenommen. Wer sich allerdings durch den gesamten Druck der Regulierung hier nicht aus der Fassung bringen lässt, ist beispielsweise Mike Novogratz. Er ist hier einer der größten Krypto-Enthusiasten und CEO des Unternehmens Galaxy Digital. Erst kürzlich äußerte er noch einmal sein Bitcoin-Preisziel von 500.000 US-Dollar, welches seiner Meinung nach in den nächsten 5 Jahren erreicht wird. Auch zu den aktuellen Diskussionen um die Möglichkeit, dass Russland mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen Sanktionen umgeht, äußerte er sich recht standfest mit den Worten, es gibt null Chancen, dass die russische Regierung Kryptowährung benutzen wird, um Sanktionen zu umgehen. Wir, Galaxy Digital, sind von 25 verschiedenen Behörden reguliert und ich bin mir sicher, bei FTX, Binance und so weiter ist es genauso. Außerdem ist Bitcoin eine öffentliche Blockchain. Er hält hier also ganz klar an seinen Bitcoin-Prognosen fest und ich denke, das sollten wir auch tun. Wir sollten hier nicht zu sehr auf diese Regulierung und auf die gesamte Angst und FAT hören, denn so etwas gab es in den letzten Jahren immer wieder. Natürlich wird halt jetzt die Regulierung immer realistischer und Freunde, wir müssen mit stärkeren Rückschlägen rechnen, das ist auf jeden Fall Fakt. Im Allgemeinen wird sich dieser Sektor allerdings meiner Meinung nach sehr positiv entwickeln, auch wenn wir auf dem Weg bis zur festen Regulierung wahrscheinlich noch einen steinigen Weg sehen werden.
bleiben. Sollten wir allerdings diesen Weg dann überschritten haben, sollten die Regulierungen stehen, dann werden höchstwahrscheinlich auch wieder die einzelnen Assets abziehen. Und so wie eben in den Berichten auch schon beschrieben, werden halt dann die Leute reinkommen, die jetzt gerade Angst haben, hier in den Markt einzusteigen. An dieser Stelle möchte ich das Video allerdings auch schon beenden. Ich hoffe, es hat euch einen guten Überblick über den allgemeinen Stand der Kryptoregulierung gegeben. Mein persönliches Fazit: Das Ganze klingt teilweise sehr negativ und sehr kritisch, und wie ich auch eben schon gesagt habe, es wird wahrscheinlich auch nochmal für enormen Druck auf den Kryptomarkt sorgen. Das sorgt für eine extreme Volatilität und vor allem, ich sage es noch einmal, für Volatilität, die keiner vorhersehen kann. Es kann alles bullisch aussehen. On-Chain kann bullisch aussehen, der Chart kann bullisch aussehen, wir können positive News haben, es kann sehr schön nach oben gehen. Äußert dann allerdings der US-amerikanische Präsident oder irgendwelche anderen sehr einflussreichen Leute hier extrem kritische Dinge zu Kryptovermögenswerten, dann wird der Markt abgestraft, vollkommen egal, wie die Prognosen sind, vollkommen egal, wie die On-Chain-Daten sind. Daher verlasst euch natürlich nicht auf Preisprognosen von wegen, nächste Woche schaffen wir bestimmt die 50k, dann die 60k. Ja, die Möglichkeit besteht. Man sollte natürlich auch On-Chain schauen, was hier die großen Investoren machen, denn sie haben meistens mehr Ahnung. Trotzdem muss man sich halt eben im ganz Klaren darüber sein, dass eben kurzfristige Entscheidungen und Aussagen hier auch massiven Einfluss auf den Kryptomarkt haben können. Daher behaltet euer Geld beiseite, investiert nur Teile, um halt möglicherweise bei stärkeren Rücksetzern weiter hier in den Markt mit einzusteigen. Das ist zumindest meine persönliche Meinung, auch wenn ich hier natürlich keine Anlagenberatung mache und du selbstverständlich für deine Investitionen selber verantwortlich bist, so wie es die EU-Aufsichtsbehörde sehr schön erzählt hat. An dieser Stelle beende ich das Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Sollte dem so sein, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im morgigen Video wieder. Bis dahin, ciao, Freunde.